meine Bergfreunde. Jetzt zeige ich euch, wie man einen Wanderschuh ordentlich pflegt. Wie ihr seht, hat der schon ein Wasser gesehen und eine gescheite Kotbürste und da ist der Schmutz schon einmal ordentlich runtergekommen. Wenn noch irgendwo so grausliche Stellen auf dem Gummi oben sind, dann nimmt man einfach einen cleanen Kehr und kann da wirklich noch einmal ganz super umgehen, weil da gehen alle Rückstände wirklich runter. Man sieht es eh. Es passiert auch im Schuh nichts, wenn es aufs Leder kommt. Man muss halt nur gleichmäßig verreiben. Aber siehst du, wie schön, dass der Gummi dann wieder wird. Dann lässt man das ein bisschen trocknen, hat man irgendwo manche Stellen drauf, wo man eben wirklich Flecken hat, kann man eben mit dem Gummi umfahren. Normalerweise reicht da ein bisschen grobene Bürsten. Einfach wirklich, dass halt der Schmutz und alles weg ist. Da sieht man auch noch, dass noch ganz schön viel Schmutz auf der Gummibandage ist. Das sollte man schon hin und wieder runter tun, weil sonst tut man einfach dann die gute Pflege am Dreck drauf. Und das hat keinen Sinn nicht. Das bringt es eigentlich nicht. Wenn der Schuh dann wirklich ordentlich gereinigt ist, lässt man trocknen, bürst noch einmal alles auf und dann sprüht man mit dem Protect and Care total ein. Das ist ein Spray mit Olivenöl, das tut imprägnieren und pflegen zugleich. Das, was ganz wichtig ist bei einem Wanderschuh, weil wasserdicht ist er ohne Sprühen auch durch die Gore-Tex-Membran. Aber ganz wichtig ist die Pflege. Man kann dann auch noch, wenn es wirklich schon mal sehr ausgelackt sind, entweder eine Rustikal-Wachscreme nehmen. Das tut man mit einem Bürstel anstatt des Sprays einfach aufs Leder auftragen, aufbürsten und einfach einziehen lassen. Da braucht man weder was polieren noch drüber bürsten. Das tut man nur draufbürsten, einziehen lassen und trocknen lassen. Aber das werde ich von Anfang an nicht verwenden, weil ich sage, der Schuh wird dann ein bisschen schneller speckig. Und das schaut halt nicht schön aus. Aber man sieht den Unterschied, wie frisch dass der Schuh wieder ist. Und schaut euch den Gummi an, die Bandage, wie sauber das wieder ist. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wandern mit den neu geputzten Schuhen. Und wie gesagt, am Bergschuh muss man oft putzen, weil da wird er ständig der Nässe und der Feuchtigkeit ausgesetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!